Ich meine, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon teilweise keine Ahnung mehr so recht, was ich bauen soll. Aber das macht nichts. Ich habe ja nach wie vor meine Dingens, ne? Hier so, wisst ihr schon, also meine Ziele, von denen ich ja mal sprach. Meine Ziele in diesem Minecraft-Let's Play. Und ich glaube, Ziel Nummer 1, nämlich mehr Folgen wie Debitor LP in einer Welt, habe ich, glaube ich, schon bekommen. Ich bin nicht 100% sicher, aber das müsste jetzt bald soweit sein. So. Apropos soweit sein. Wir spielen natürlich immer noch in der Version 1.8. Und das Problem ist halt immer noch, es gibt für die 1.8 stellenweise keine Mods. Das wird auch noch ein Gesprächsthema in dieser Aufnahmesession werden. Microsoft hat bekanntermaßen Mojang gekauft. So, und einen Augenblick. Das knallt jetzt mal kurz. So, ich hoffe, ich kriege das irgendwie rausgeschnitten. Ich muss nochmal mein Mikro wieder leise machen, weil ich habe gesehen, ich bin schon wieder total übersteuert. So, und zwar, ich habe mal gedacht, wir gehen ein bisschen Holz schlagen, bevor wir mit dem nächsten interessanten dörflichen Bauprojekt anfangen. Und da der Break jetzt ja schon erfolgt ist, habe ich mir gedacht, ich schnack mit euch mal ein bisschen über das RET. So, also, von vornherein, wer jetzt meint, das wird jetzt irgendwie so eine Hass-Tirade wie damals auf Zigurin, nein, das wird es nicht. Das wird es nicht. Ich würde versuchen, so nüchtern und sachlich wie möglich meinen Standpunkt klar zu machen. Ich habe mir dazu auch ein paar Notizen gemacht und ich habe mir auch vorher einen Fencheltee gekocht, ne, damit ich mich nicht aufrege oder so. Nein, Quatsch. Gibt für mich eigentlich gar keinen Aufreger. Nicht mehr. Nö, von meiner Seite aus eigentlich alles super easy, super gechillt. Es wird auf jeden Fall keine Hasstirade, nur ich kann von vornherein sagen, wer mich abonniert hat aufgrund des RETs, nur Project RET, nicht wegen Technik oder so, sondern nur wegen RET, der kann mich deabonnieren. Denn es wird kein RET mehr bei mir geben, nie wieder. So, ja, sage ich jetzt jedenfalls so. Ja, ich meine, man soll niemals nie sagen, ist ganz klar. Zu den Gründen ist Folgendes zu sagen. Also, ich meine, das Modpack, was es dort gibt, das ist schwer. Das ist ja auch kein Problem, das soll ja auch schwer sein, das kann ja auch schwer sein. Allerdings gab es ja nun letzte Woche Dienstag gab es ja diese Hangout-Geschichte. Wer die verfolgt hat, weiß ich ja nicht. Es wurde ja ein bisschen per Google Hangout mit mir geschrieben und auch per IRC und so weiter und so fort. Na, also, die Frage war halt, warum eigentlich keiner auf den RET-Server kommt. Oder, na, keiner habe ich nicht gefragt. Aber warum so wenig Leute auf den RET-Server kommen? Das war die Kernfrage. So, und da hat sich ja, da hat sich ja der ein oder andere hat sich dann ja dazu gemeldet. Der ein oder andere ist gut. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe alle meine aktiven Abonnenten um mich rum. Also zumindest von der Zahl, die ich so im Blick hatte. Ja, also da waren dann irgendwie jede Menge im IRC, die direkt mit mir gechattet haben und mit den Hangouts. Also es war eine ganze Menge los. Jo, und irgendwie kamen einheitlich ein paar Themenpunkte auf. Und zwar kamen, also ich möchte das jetzt echt nur mal zur Vorgeschichte erzählen. Und zwar kam als einheitlicher Themenpunkt auf, dass das Modpack nicht zu schwer ist, aber dass diese Physik, die Enviromine mitbringt, dass die nervend und störend ist. Und dass die Leute deswegen nicht auf den Server kommen. Weil das Problem einfach ist, dass diese Physik absolut, ja, soll man sagen. Also mal ist sie da, mal ist sie weg. Also sie hat mal funktioniert, mal hat sie nicht funktioniert. Und das war halt das, was euch als Community ja scheinbar gestört hat. Sprich, als Trivolo-Community. So, gut, wie der Trivolo so ist, reagiert ihr auf seine Community. Reagiert übrigens auch gerne auf seine Community. Ich meine, mir wurde dann ja auch später nachgesagt oder vorgeworfen, das las sich wie ein Vorwurf, dass ich mich für meine Community verbiege und meine Prinzipien über Bord werfe. Also wer mein Let's Play verfolgt hat, so über die letzten Jahre, vielleicht ist der eine oder andere dabei, so Tagun zum Beispiel, der müsste das ja auf jeden Fall wissen. Der wird wissen, dass ich mich nicht verbiege, aber wenn es um solche Sachen geht, so halt
dieses RET, dieser Server und so weiter. Es wäre schade aus meiner Sicht gewesen, wenn niemand auf den Server käme, eben nur wegen der Physik. Nur reagiere ich dann im Namen, aus meiner persönlichen Sicht, im Namen der Community, wenn die Community schon an mich rantritt und sagt, du, pass mal auf, Onkel Tribolo, das mit der Physik, das geht gar nicht, und sich da wirklich viele Leute einhängen und wirklich unabhängig auch voneinander, also sprich, unabhängig soll in dem Falle heißen, der eine hat es mir halt im RSC geschrieben, der andere hat es mir eben im Hangout geschrieben, ja, wie auch immer. Was soll ich dazu sagen, ne? Ich meine, wenn ihr jetzt wirklich als Community sagt, ey, sorry, aber wir kommen einfach wirklich nicht auf den Server, weil uns das, diese Ungewissheit der Physik, weil uns die da halt stört, oder wir halt einfach auch nur lecker ein bisschen Technik zocken wollen, wenn es auch schwer ist, aber wir uns da jetzt nicht noch groß 3 Wochen im Vorfeld Gedanken machen müssen, wie müssen wir da mit der Statik umgehen und so weiter. Ja gut, dann reagiere ich natürlich auch und dann gebe ich das ja natürlich auch so weiter. So, gesagt, getan. Ich habe natürlich dann im Forum einen Post verfasst, der das Ganze besprochen hat und wo ich dann ja auch gesagt habe, hey, pass mal auf, Community und so, ne, schön und gut. Ich kann mich jetzt an den genauen Wortlaut nicht erinnern, wie es nun war, aber im Groben und Ganzen, Community, nein, keine Physik. Ich persönlich, nein, keine Physik. So. Dann wurde ein bisschen gesprochen, wie das denn aussieht mit einem Vote oder so. Da hat er sich Beggarman persönlich nochmal zu geäußert. Und meinte, er könne bis 10 zählen und er bräuchte da kein Vote mehr für. Weil er der Meinung war, dass genügend Leute gesagt haben, alles klar, die Physik muss aus. So, dann kam am Freitagmorgen irgendwann die Meldung, so, pass mal auf, Leute, Buildcraft kommt wieder rein und Magical Crops fliegt raus. Magical Crops übrigens, dass der Mod rausflog, war ich sogar ein absoluter Befürworter dafür, weil bevor der noch weiter beschnitten wird, bis der nur noch Nahrung liefert und gar nichts mehr kann, habe ich gesagt, das schmeiß ich noch gleich ganz raus. Weil was soll so ein Quatsch? Also, war zumindest meine Meinung. Meine Einstellung, wie auch immer. Ich muss mal gerade gucken. Komm und lebt da nicht mit aus, aber erstmal okay. Ja, wie gesagt, war meine Meinung. Ich habe dann halt gemeint so, hey, cool, ne? Er sagte dann, oder er schrieb dann ja auch, die Physik kommt aus und sie bleibt dann aus. Ein Wiedereinschalten wäre aus irgendwelchen Gründen. Ach so, aus dem Grunde. Moment, ich will das jetzt nicht verhauen. Die Leute bauen, also das ist glaube ich auch meine Darstellung dann, nur die Leute bauen und bauen und bauen, dann ohne Physik, er würde die Physik anschalten, was dann passieren würde, wäre klar, wäre nicht tragbar. Ein Wortspiel, es wäre nicht tragbar. Ja, okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Wie habe ich denn das jetzt, guck mal, da sind die mit drin, genau, rein mit dir. Habe ich hier noch Eichenholz? Oh ja, dann nehmen wir noch mal ein bisschen was mit. Normales Eichenholz werden wir nicht brauchen. Okay. Steinziegel, Stone, das ist alles leer hier. Oh, Alter. Pass mal auf, denn bevor wir zum eigentlichen Hauptplan kommen, werden wir nochmal, solange ich hier nur am Sabbeln bin, die meiste Zeit über diese Geschichte, werden wir nochmal ein paar Cobblestones an Laden fahren. Denn ich habe mir das gedacht, dass sich die Thematik über ein paar mehr Folgen hinzieht. Das ist dann halt so. Da müsst ihr dann mal halt mit leben. Das ist. Ich versuche halt. Ah ja, cool, Screenshot gemacht. Mhm. Da haben wir es wieder. Mhm. Ich möchte nur halt, dass ihr wirklich versteht, warum und wieso und weshalb. Aus meiner Sicht. Jedenfalls fand ich das jetzt, dass er Baker gesagt hat, alles klar, wir schalten das Ganze aus. Das Drama, das er drumherum gemacht hat, fand ich persönlich ein bisschen übertrieben. Also zumindest hat es sich sehr dramamäßig gelesen. Will ich aber auch nicht zu sagen, das ist halt seine Einstellung und was nicht, und ja, das muss man dann halt auch mal so hinnehmen, ne? Kann das sein, dass hier hinter Lava kommt? Ha, natürlich kommt er hinter Lava. Wo ist denn auch sonst? Hier und da auch schon. Ah, selbstverständlich. Ja, lohnt sich ja dann wieder. Oh! Ach, wie war die Regel nochmal? Da, wo Cobblestone gesetzt ist, nicht weiter buddeln, ne? Irgendwie so, kann ich mich dran erinnern.
Boah, hier sind überall so eine Lavalöcher. Was soll denn der Scheiß? Auch schon? Hallo.